Ja, dieses Video kommt einen Tag zu spät, also herzlichen Glückwunsch nachträglich Ocarina of Time. Wie der ein oder andere von euch sicherlich wissen wird, ist Ocarina of Time mein absolutes Lieblingsspiel. Ich liebe es bis heute. Ich habe mich in der Vergangenheit entsprechend natürlich auch schon mal ausführlicher und intensiver mit dem Spiel beschäftigt. Es gibt da ein immer noch, glaube ich, ganz gutes Video auf Tendo, in dem ich der Frage nachgehe, ob Ocarina of Time denn wirklich das beste Spiel aller Zeiten ist. Die Antwort lautet ja. Und wenn ihr was anderes sagt, dann habt ihr keine Ahnung. Und das war jetzt nicht ernst gemeint. Schaut das Video, wenn ihr die ernst gemeinte Antwort hören wollt. Aber natürlich lasse ich keine Gelegenheit aus, um mich zu meinem absoluten Lieblingsspiel zu Wort zu melden. Also nehme ich den Geburtstag mal als Anlass, um mal ein bisschen darüber zu reden, wie ich Ocarina of Time damals überhaupt gespielt habe. Der ein oder andere wird inzwischen auch schon wissen, dass ich Ocarina of Time tatsächlich erst nach The Wind Waker auf dem GameCube in der Collector's Edition gespielt habe. Was die Tatsache, dass es trotzdem mein Lieblings-Zelda und Lieblings-Videospiel ist, vielleicht nochmal beeindruckender macht, denn es war eben nicht mein erstes Zelda. Ich habe auch A Link to the Past schon vorher gespielt, also ich glaube, es war, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, tatsächlich eben das dritte Zelda-Spiel, das ich gespielt habe. Natürlich wusste ich damals um diesen wirklich göttlichen Ruf von Ocarina of Time und entsprechend wusste ich auch, ich muss dieses Spiel spielen und ich war sehr neidisch auf einige meiner Freunde, die die Collector's Edition direkt zum Anfang auf dem GameCube hatten, während ich darauf eben noch ein bisschen warten musste und es mir dann irgendwann später via eBay oder so gekauft habe. Und ich wusste im Vorfeld jetzt nicht unbedingt jedes Detail über Ocarina of Time, aber ich wusste schon so die groben Dinge. Also ich wusste, dass es eine Zeitreise geben würde und dass man später eben als erwachsener Link durch die Gegend marschiert. Und dennoch, obwohl ich es eben erst Jahre später gespielt habe, obwohl ich eben vieles schon wusste und obwohl meine Erwartungshaltung wirklich immens war, war Ocarina of Time trotzdem eine absolut magische Erfahrung für mich. Vielleicht die magischste Erfahrung bis heute, die ich jemals mit einem Videospiel hatte. Und man kann sich natürlich fragen, warum? Gerade weil ich es eben erst eine Generation später gespielt habe und grafisch war das Spiel ja zu dem Zeitpunkt schon total überholt. Aber das hat für mich nichts geändert. Ich habe mich wunderbar in diese Welt einfinden können. Ich habe mich in die unterschiedlichen Rassen und die Völker verliebt. Ich habe mich in zahlreiche Charaktere verliebt. Ich fand die Story großartig. Es gab wirklich zahlreiche magische Momente, wie eben zum Beispiel der Moment, wo man dann tatsächlich das Masterschwert aus dem Stein zieht, King Arthur-mäßig, um dann 7 Jahre in die Zukunft zu reisen. Der Hammer. Die Art und Weise, wie das Ganze präsentiert wurde, ist nahezu zeitlos. Ich meine, ja, natürlich ist die Grafik aus heutiger Sicht nochmal um einiges weniger ansehnlich, aber tatsächlich ist das Storytelling und die Präsentation für die damalige Zeit wirklich herausragend gewesen. Und es funktioniert eben bis heute noch sehr, sehr gut. Und ich würde sogar sagen, ehrlich gesagt, hat sich Zelda in dieser Beziehung seitdem kaum weiterentwickelt. Also klar, Majora's Mask hat noch einen draufgelegt, aber ansonsten hat sich die Serie halt diesbezüglich echt kaum von der Stelle bewegt. Und der Standard, den Ocarina of Time damals mit seinen wirklich guten Cutscenes eingeführt hat, den hat Zelda bis heute höchstens beibehalten. Ich meine, klar, okay, inzwischen gibt es ein bisschen Sprachausgabe, aber sind wir mal ganz ehrlich, viel hat sich nicht getan und das ist einer der Hauptpunkte, die ich der Zelda-Serie bis heute vorhalte, dass ich einfach das Gefühl habe, dass man da immer noch auf dem Stand von 1998 ist, so ein bisschen. Aber daran möchte ich mich hier an dieser Stelle jetzt gar nicht groß aufhalten, sondern stattdessen eben nochmal hervorheben. Ocarina of Time hat in Sachen Storytelling und Präsentation immer noch einiges zu bieten. Der Soundtrack ist der Hammer. Der Chor in der Zitadelle der Zeit, der verschafft mir immer noch Gänsehaut. Und natürlich ist auch der Soundtrack inzwischen technisch überholt und mit Orchester und so weiter kann man da mittlerweile ganz andere Qualitäten erzielen. Aber der emotionale Impact, das, worauf es ankommt, das funktioniert, glaube ich, meiner Meinung nach eigentlich immer noch genauso gut wie damals. Ocarina of Time fühlt sich einfach groß an. Es fühlt sich magisch an. Es fühlt sich episch an. Und diese Stimmung, die Ocarina of Time alleine mit dem Soundtrack in meinen Augen bis heute erzeugen kann, ist einfach bombastisch, episch, gewaltig und auf einem Niveau, das für mich, abseits von Majora's Mask natürlich, seitdem eigentlich von Zelda nie wieder eingefangen wurde. Naja, okay, Wind Waker hat auch noch so ein paar richtig magische Momente, aber seitdem vermisse ich das in Zelda-Spielen extrem, dass man irgendwie dieses bombastische Gefühl vermittelt bekommt.
Natürlich mag das eventuell auch daran liegen, dass ich einfach älter geworden bin und das schwieriger ist, das bei mir loszulösen, aber ich habe auch den Eindruck, dass es Zelda mittlerweile einfach gar nicht mehr so wirklich versucht, derartige Gefühle zu erzeugen. Natürlich hilft es dem Spiel auch, wenn man es aus heutiger Sicht eben auch unter der Berücksichtigung anschaut, was das Spiel alles eingeführt hat, was es alles beeinflusst hat. Es ist eines der einflussreichsten und wichtigsten Videospiele aller Zeiten. Und das ist ein Podest, von dem man Ocarina of Time niemals runterstoßen können wird. Da gibt es einfach nichts dran zu rütteln. Dieses Spiel hat so viele Dinge zum ersten Mal gemacht, so viele Entwicklungen vorangetrieben, so viel etabliert, was bis heute Standard ist, sei es eben zum Beispiel die Lock-On-Funktion. Und natürlich sind auch diesbezüglich viele Dinge mittlerweile eben jetzt nicht mehr so imposant wie damals. Ich meine, damals das erste Mal halt auf Epona's Rücken durch die Steppe zu reiten, das ist natürlich eine Magie, die man heute vielleicht nicht mehr ganz nachvollziehen kann, wenn man durch Red Dead Redemption 2 geritten ist. Das ist natürlich nicht mehr dieser Oha-Moment, der es 1998 war, wo man sowas eben noch nie zuvor erlebt hat. Natürlich ist das nicht mehr dasselbe. Aber gerade wenn man weiß, dass das der Anfang ist und dass das freie Reiten in Red Dead Redemption 2 eben auch auf Ocarina of Time zurückzuführen ist, das ist halt einfach krass. Darüber hinaus gibt es viele Dinge, die Ocarina of Time bis heute so gut macht, wie kaum ein anderes, auch aktuelles Spiel. Zum Beispiel die Orientierung im Spiel ist so hervorragend. Die Welt war einfach super kompakt und übersichtlich und man hat es eben verstanden, alleine durch in der Ferne schon sichtbare Wahrzeichen, wie zum Beispiel die Windmühle von Kakariko, dass man sich alleine daran orientieren konnte und eben weiß, wo man gerade ist und wo man hin muss. Es ist der Hammer. Also das ist ein Spiel, du brauchst nicht mal eine Karte, um dich zu orientieren. Und das ist einfach so gut und es schaffen so wenige Spiele auch heute, da irgendwie ranzukommen. Ich könnte jetzt noch für Stunden weiterreden und über das Spiel schwärmen und über zahlreiche einzelne Aspekte reden. Aber das mache ich dann lieber, wenn ich das Spiel zum nächsten Mal durchspiele. Denn tatsächlich werden wir jetzt bei Unlimited Ammo bald, wahrscheinlich Anfang 2019, damit loslegen, eine Podcast-Reihe zu machen, für die ich alle Zelda-Spiele nochmal durchspielen werde und bei der wir dann am Ende wirklich ein definitives Unlimited Ammo-Ranking der Zelda-Spiele anstreben. Wahrscheinlich werde ich dann im Zuge dessen auch nochmal für jedes Spiel ein Video hier auf diesem Kanal machen, denn Cross-Promo ist immer gut. Und vor allen Dingen ist es eben Zelda und ich liebe Zelda und ich habe hart Bock darauf, nochmal zu jedem Zelda-Spiel ein Video zu machen. Also ja, ihr könnt euch 2019 schon mal auf ordentlich Zelda-Content auf diesem Kanal einstellen. Ich muss auch immer noch schauen, dass ich doch noch irgendwann das Mega-Review oder ein All-the-Way-Through zu Breath of the Wild mache, wo ich mich nochmal intensiver mit dem Spiel beschäftige und nochmal darauf eingehe, was mich an dem Spiel stört und auch was mir an dem Spiel extrem gefällt. Hier und heute wollte ich jetzt einfach nur nochmal die Gelegenheit nutzen, um so ein bisschen frei von der Leber weg über Ocarina of Time zu schwärmen. Mein absolutes Lieblingsspiel. Ich freue mich schon jetzt sehr darauf, es in einigen Monaten nochmal durchzuspielen. Und ich muss mich gerade regelrecht zurückhalten, es nicht bereits jetzt zum, ich weiß nicht, mittlerweile 20. Male oder so durchzuspielen. Mehr als ein bisschen Geschwärme sollte das heute also nicht werden. Schreibt mir gerne natürlich in die Kommentare, was ihr mit Ocarina of Time verbindet. Liebt ihr das Spiel genauso sehr wie ich? Was sind eure liebsten Erinnerungen an das Spiel? Teilt es mir gerne in den Kommentaren mit. Ich bin sehr gespannt, was ihr so zu sagen habt zu Ocarina of Time, dem besten Spiel aller Zeiten. Oder auch nicht. Wie gesagt, schaut euch gerne das Tendo-Video dazu an. Geht ungefähr eine halbe Stunde. Da habe ich mich dann etwas intensiver und durchdachter zum Spiel geäußert. Also zieht euch das gerne auch noch rein, wenn ihr Bock auf mehr Ocarina of Time Content habt. Ansonsten, wie gesagt, bald kommen Zelda-Podcasts und Videos und ein großes Ranking und ja, insgesamt sehr viel geiler Zelda-Content. Das war's jetzt aber für heute. Macht's gut, bis bald, euer Martin.